Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von 7 Days to Die. So, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, was ich da eventuell machen könnte, so als Fallen und so weiter. Ja, die Sache ist die, dass es alles teilweise, das was ich mir gedacht habe, ziemlich viel Eisen braucht. Das heißt, wir werden da ordentlich craften, also looten gehen müssen zuerst. Also jetzt direkt anfangen ist vielleicht nicht so von Vorteil. Aber das ist ja nicht so schlimm. Finde ich halt einmal. Ja, wir machen das schon irgendwie. Problem ist, dass ich eigentlich noch offscreen ein bisschen aufräumen wollte. Aber das habe ich jetzt wieder mal vergessen. Soll nichts Schlimmeres passieren. Ich will nur noch den fetzen Stoff da ablegen. Aber offensichtlich habe ich dafür noch nichts gefunden. Also legen wir das einfach. Verdammt, da ist er voll. Nein. Da. So. Und wir checken mal ab, wo wir da am besten hingehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach wieder dort in diese Richtung. Wir werden dort einfach die Nacht quasi, ja, ausharren, wenn möglich. Und das war's mit der ganzen Zauberei. Hallo Loch. Oh. So, gut. Das heißt, ich werde mich mal... Hallo du. Oh mein Gott, bist du schnell. Ich habe so Angst. Außer schreien kann der eh nichts. So. Dann schauen wir mal. So, in diese Richtung, wenn es wahr ist. Überall um mich herum schreien's. Das gibt's doch nicht. Alle Probleme mit ihrer Lautstärke. So. Ich habe nämlich gesehen, dass auch das Erstellen von Schaufeln offensichtlich wesentlich eisenlastiger geworden ist. Ist irgendwie klar, weil viele Menschen werden, oder viele Spieler, die, nehme ich mal stark an, Menschen sein werden, also so falsch war die Aussage nicht, werden sehr viel graben wollen und das heißt natürlich, sie brauchen viel Schaufeln. Und deswegen natürlich Angebot, Nachfrage, machen sie das ein bisschen komplizierter. Ne? Das nächste Mal werde ich schauen, dadurch wir so viele schöne Hügel um uns herum haben. Wie man eine Spitzhacke zusammenbastelt, damit wir dann ein bisschen, ja, Bergbau betreiben können und uns ein bisschen Eisen so nebenbei ein bisschen zulegen können quasi. Aber das, wie gesagt, ist dann auf jeden Fall frühestens nächste Folge der Fall. Aber ich nehme an, das wird auch nicht weniger Metall oder Eisen lastig sein, dieses Hobby. Oh Mann, da ploppen sie schon wieder auf. Ich liebe es, wenn sie dann einfach so auf einmal Klicks machen. Aber jetzt gehe ich von den schreienden Zombies weg, weil die machen mich ein bisschen aggro, muss ich ehrlich gestehen. Also das mit dem Schreien sollten sie noch irgendwie verbessern, das geht einem dann nach einer Zeit echt am Keks. Man ist dann eher deswegen gegen das Benutzen von Waffen gegen Zombies, weil einfach das Schreien so extrem nervt. Vor allem, wenn man dann den Kopfhörer ein bisschen lauter hat, damit man alles hört. Und dann schreien die einem so direkt ins Ohr rein. Das ist super. Tinnitus Deluxe. Oh, Scrap Metal. Scrappy, Scrappy. Ach ja. Damit wir auch eine freie Hand haben. Checken wir mal ab. Scrap Brass. Oh verdammt, die wird gleich los sprinten können, nehme ich mal an. Ja. Gleich richtig geraten. Gut, das heißt, wir werden hier wieder umsatteln. Wenn wir schon so viel Muni haben. So, was? Und. Zack! Headshot. Verdammt, kein Double Kill. Das war wieder mal echt dumm. Aber wieder eine typische Ich-Aktion. Oh. Du sollst sterben, Zombie. Ah. Verdammt. Das ist aber faszinierend. Da bin ich jetzt nicht schuld. Ich hätte eigentlich genau in seine Brust gehen müssen. Extra, damit ich nicht verschieße, auf seine Brust gezielt und dann das.
Oh, Muni. Gib mir alles, was du hast. Hallo? Aha, gut, da steht eh nur blöd herum. Dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Außer nichts. Ah, ein bisschen Stoff. Auch nicht schlecht. Warum nimmt er das immer in die Hand? Das gibt's doch nicht. Okay. Schade, anscheinend kommt wirklich nichts mehr bei den Mistkübeln raus oder so. Alter. Und. Jawohl. Bist du narrisch, die Waffe? Haut rein. Wenn man mal trifft. Na gut. Was haben wir hier so Nettes? Sehr gut. Wieder. Leere Gläser zum Wasser nachfüllen. Wie wir letztens ja mitbekommen haben. So, Momente. Einmal diesen. Einmal diesen. Und dann, wenn ich sie finde, einmal diesen. Wir müssen uns ja absichern, nicht, dass die einfach so raufsprinten können. Es wäre jetzt nur sehr interessant, wenn auf einmal doch das Haus brennen könnte durch die Fackeln. Dann wird mein Arsch ziemlich auf Grundeis gehen. Würde ich actionmäßig einfach durchs Fenster springen. Oh yeah, neuer Knarre. So. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Stopp. No. Gebt mir was. Looten! Okay. Wir sind eh schon wieder gut gefüttert, sag ich einmal. Ich drücke einfach nur noch E und R. Alles, jeder Crap wird mitgenommen. Denn in diesem Spiel gibt es kein Crap, ganz einfach. Verdammt! Zu viel Crap mit. Okay. Ganz einfach. Notfallmäßig gleich mal ein bisschen was trinken. Okay, ja, schaut eigentlich ziemlich leer aus. Was wir hier so ausgeräumt haben, war eh nicht schlecht. Da können wir uns nicht mal aufregen. Da noch eine Knarre drin. Ich bin enttäuscht. Da hat eindeutig ein Pazifist gelebt. Der hatte nur eine Waffe. Ah, das haben wir noch vergessen. Hoppala. Ich nehme jetzt einfach diesen Kochtopf mit. Warum? Weil ich es kann. So, die Nacht bricht herein. Das heißt, wir werden hier mal zumachen. Ja, genau. Messer könnten wir auch ein bisschen reparieren. Zacke die. Moment, aber ist so ein Schl... Nein, verdammt, das Messer ist auch viel zu gut. Nein. Hm, egal. Nix, nix, alles klar. Was ist hier drin? Nehmen wir alles mit. Federn, verdammt. In diesem Vogelnest waren nicht mal Federn. Hm, seltsame Sache das ist. Was heißt, Moment, Moment, Moment. So läuft das hier nicht, meine Guten. Wie es ausschaut, läuft es doch so. Gut, Gras. Du hast verloren. Ja, dadurch gleich wieder da die Hölle los sein wird, nehme ich mal an. Gratulation. Ich finde es blöd, dass man da nur Pickup machen kann und nicht kochen. Egal. Ah, wir werden hier einfach ein bisschen Stein abbauen und das dort ans Loch setzen. Oh Mann, komm. Das hätte ich schon längst mit meiner Handkante zerschlagen. Sei kein Weichei. Oh Mann, das dauert. Und bei meinem Glück hören das auch noch die Zombies und bevor ich das hingestellt habe, sind schon 5000 Zombies oben. Das wäre mal actionmäßig, was?
Und ich wäre vor allem komplett im After jetzt, weil ich hätte nicht mal eine Schrotflinte da. Alter. Bemühe dich doch ein bisschen. Sehr gut. Oh, verdammt. Da ist wirklich schon einer. Das war eigentlich nur ein Spaß, Leute. Na gut. Da ich mich hier wieder sicher eingesperrt habe, warte ich jetzt die Nacht ab. Und dieser Zombie ist aber sehr motiviert, das muss ich zugeben. Ob mir das gefällt? Okay, der haut einen Stein zusammen. Ich glaube, ich lasse ihn doch noch auf Sendung. Der ist so verdammt motiviert. Was jetzt? Was ist jetzt los? Ich höre ihn noch. Aber warum schlägt er nicht mehr? Hallo, Zombie? Ist er jetzt... Hat er diese Schlafkrankheit? Dass er dann einfach auf einmal bewusstlos oder schlafend umfällt? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Na gut. Dann mache ich hier mal ein kleines Break. Überspringen die Nacht und wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder bei 7 Days to Die. So, die Nacht haben wir gut überlebt. Der Zombie hat hier nicht weiter irgendwie seinen Schabernack getrieben. Ja, dann würde ich mal sagen, wir schauen... Ui, bisschen tief hier. Alles klar, dann knacken wir mal die Kacke hier auf. Und schauen mal, wie... Okay, sorry, da will ich jetzt nicht ewig brauchen. So. Oh, so eine Handvoll. Boom, was geht denn hier ab? Okay, vielleicht war das Öffnen da nicht so... Und das soll sowieso jetzt ein Witz sein, oder? Oh Gott, jetzt kommt die Hektik dazu. Das wird, glaube ich, ein schlechtes Ende für mich nehmen. Ich glaube, so oft ich mich verschießen werde, so viel Munition habe ich gar nicht mit. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ich schaff's doch. Vielleicht blamiere ich mich nicht schon wieder. Oh Gott. Ich mit meinen Kopfschussfähigkeiten. Das gibt's nicht! Stirb doch einfach! Schmierst du die Beine? Was ist mit der falsch? Wie sie automatisch ausweichen? So. Oh! Ich darf einfach nicht so lange warten. Hinzeln und zack. Das ist mein Problem. Ich warte immer, dass ich einen ganz, ganz sicheren Schuss setzen kann. Und dann geht er meistens im A. So, komm her, Fetti. Zeig mir deine Begeisterung. Ach gut, das war jetzt einfach zu früh gedrückt. So, so viel dazu. Und wenn ich genau dann wegzucken, wenn ich eigentlich abdrücke, darauf stehe ich überhaupt nicht. Was geht mit dem ab? Alter, wie viele kommen dann noch? Das gibt's ja nicht. Und Ruhe jetzt, was geht denn da jetzt ab, sagt's einmal, Leute. Wie viele haben sich denn da angesammelt über Nacht? So viele waren das ja gar nicht. Das ist jetzt leicht übertrieben, ganz ehrlich. Das finde ich ja cool. So. Jetzt muss er da langsam mal Ruhe geben. Das kann es echt nicht sein. Ich verbrauche die ganze Hoppa. Und... Fuck. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich Glück. So. Wie schauen wir aus? Zack, ade. Ach, da krabbelt noch einer am Boden. Gute Nacht.
Was geht da ab? Ach, Köter. Stirb, Vieh. So. Okay, soweit so gut, mal überlebt. Hallo? Eine Schweberleiche. Kenne ich normalerweise nur von XCOM. So. Wir haben das mal soweit überlebt. Unser Inventar ist so gut wie rammelvoll. Und da ist ein Hirsch. Stirb, Hirsch! Nein, egal, wir sind eh so voll. Das hat eh keinen Sinn. Gut. Dann back home. Und schauen, was hier... was wir dann eventuell craften können. Wir haben jetzt eh schon wieder so viel Metal. Da sollten wir eventuell schon wieder neue Ingots, also neue Barren zusammenschmelzen können. Vielleicht sollte ich sie jetzt halber... ein paar Bäumchen am Weg mitnehmen, aber nicht so kleine. Da brauche ich nur massig Energie. Dafür, dass ich dann so gut wie gar nichts rausbekomme. Lalalalalala, querfällt ein. Das gibt's doch nicht. So, darüber. Und ich nehme jetzt die Hand von der Maus, damit ich ja nicht irgendwo hinzuckel. Ja, das passt. Da sind wir richtig. Der Weg nach Hause braucht immer so viel Zeit. Vielleicht sollte man wirklich einen Zwischen... Was zur Hölle? Zeit hat jemand schießt auf mich. Jetzt war ich schon leicht schockiert. Knusper, Knusper, Knäuschen. Geht's im anderen auf die Eier-Zombies. Oh mein Gott, ich habe Eier gesagt. Damit meinte ich natürlich die Hühnereier, ja. Damit wir da jetzt nicht anfangen, auf einmal zu diskutieren. Ich wüsste gar nicht, welche Eier ich sonst meinen könnte. Ja, okay, andere Vögel, aber... So. So, alles klar. Das heißt, ich werde auch gleich mal das Messer ein bisschen reparieren. Das sollte jetzt... sollte ungefähr gewesen sein. Auf die 100, vielleicht ein bisschen mehr. Ist egal. So, dann krabbeln wir mal darauf. Na, hopp. Zack. Alles klar. Metalle. Zuerst mal in die Waffenkiste. Da haben wir nämlich wieder so eins gefunden. Dann haben wir diese Munitionsart und diese Munitionsart. Davon haben wir auch ein bisschen was gefunden. Ich suche jetzt aber eigentlich explizit Metall. Ich habe mir gedacht, da. So, und jetzt suche ich Holz. Da ist Holz. Sehr gut. Wir werden das hier. Wir legen. Okay. Blödsinn, ich brauche noch die Form. Die Gussform. Iron Ingot. Da ist es. So, Iron Ingot. Das haben wir drauf. Wo ist es jetzt? Hm? Ich bin verwirrt. Haben wir jetzt gar nicht das Metall genommen? Oh Gott, ich bin blind. Ich sehe das gerade überhaupt nicht. Bin ich jetzt... Ja, fragt mich nicht. Ich war wohl etwas in Gedanken versunken. Ich kann nur gerade den Kopf schütteln. Egal. Da hilft nicht einmal das Kopfschütteln wirklich was. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. So. Da werden wir das Essen lagern. Oh Mann, wir haben so viel zum Futtern. Aber das ist eh gut. Lieber zu viel als zu wenig, sage ich einmal. Um Wasser sollte ich mich dann auch jetzt dann im weiteren Verlauf kümmern. So, was ist das? Okay. Das daher. Zack, zack. Ach ja, sehr viel Brass habe ich. Sehr viel Brass. Das können wir dann auch zusammenschmelzen zu Brass Ingot. Da bin ich auch schon gespannt, was wir
daraus machen können. Verdammt. Wir haben nicht genug für einen dritten. Doch, ganz genau. Sehr gut, das gefällt mir. Dann nutzen wir gleich die übrige Zeit, um ein bisschen davon einzuschmelzen. Zackedi, zackedi. Das brennt noch eine 1¾ Minuten. Das ist gut so. Natürlich ist jetzt meine Frage. Aha, okay, das verbraucht sich relativ schnell. Ich bin gespannt, wie viel wir da rausbekommen. So wenig sollte das gar nicht sein. Sollten wir auch 2, 3 rausbekommen. Da aus dem ganzen Messing, das wir da haben. Na komm schon. Koche fertig. Es wird eh wieder. Es ist schon wieder Mittag, sag ich mal. So, und noch die zwei. Wie lange hält das noch? 1 Minute? Ich weiß nicht, ob das noch das wert ist. Ich glaube, ich gebe dann einfach nur normale Woodplanks noch zusätzlich rein. Einfach sicherheitshalber. Ah, cool. Okay, passt. Gut, das brauchen wir gar nicht mehr. Und wir haben wirklich 3 von denen noch Zambach. Das ist gut. Dann werde ich nämlich gleich mal etwas testen. Ob es nämlich auch Messingschaufeln gibt. Natürlich nicht. Alles klar. Was ich dann aus dem Messing machen kann, muss ich dann ehrlich gesagt erst schauen. Da habe ich jetzt echt keinen Plan. Aber wir haben schon 7 davon. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall mal eine Schaufel machen, wenn wir wollen. Das ist auch eine gute Nachricht, finde ich einmal. Da die Stöckchen wieder rein. Leadpipes. Shortpipes. Das wollte ich sagen. Da jede Menge Hubcaps. Die kann man zu Minen verarbeiten, soweit ich weiß. Du bist ein Ei, du kommst zum Essen hin. Candytin, das ist auch irgendwas mit Sprengstoff, glaube ich. Mit Schwarzpulver kann man das vermischen oder irgendwie so, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da haben wir wieder Stoff. Stoff. Wo habe ich den Stoff jetzt hingegeben? Nein! Holy moly, wo habe ich den Stoff hingegeben? Wo ist mein Stoff? Egal, der kommt einfach da rein. Ja. Wird schon soweit passen. Dann mache ich gleich hier mal wieder einen Break. Und ich schaue, dass ich nächstes Mal wirklich eine Schaufel zusammenbastel. Und was ich mit dem Messing machen kann, das würde mich jetzt schon sehr interessieren. Ich hoffe, es war soweit interessant. Immerhin sind wir jetzt wieder einen Schritt näher gekommen, unsere Basis auszubauen. Da sind wir halt viel Ressourcen sammeln muss, ist klar. Das ist ja auch ein Sinn und Zweck des Spiels, dass man dafür außer Haus geht und sich eine Basis aufbaut. Also kommt man auch immer wieder auf denselben Punkt zurück. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es war soweit interessant. Ihr seid bei der nächsten Folge auch dabei. Ich wünsche noch einen schönen Tag, schönen Abend, eine gute Nacht, viel Spaß und Erfolg bei dem, was ihr noch so tun werdet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei 7 Days to Die. Cheerio!